Sie sind hier, 7. August 2018, 13.44 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Arthur Abele liegt nach einem knappen Drittel des EM-Zehnkampfs in Berlin auf Medaillenkurs. Urheberrecht Getty Images. Der deutsche Hoffnungsträger Arthur Abele liegt nach einem knappen Drittel des EM-Zehnkampfs in Berlin auf Medaillenkurs. Topfavorit Kevin Mayer ist draußen. Der deutsche Hoffnungsträger Arthur Abele liegt nach einem knappen Drittel des EM-Zehnkampfs in Berlin auf Medaillenkurs. Frankreichs Topfavorit Kevin Mayer ist hingegen völlig überraschend bereits aus dem Rennen. Der 32 Jahre alte Ulmer Abele ist nach 3 Disziplinen mit nur 37 Punkten Rückstand auf den führenden Norweger Martin Roth Zweiter. Weltmeister Mayer leistete sich 3 ungültige Versuche im Weitsprung. Es ist ein schwarzer Tag. Für mich, für meine Fans tut es mir wahnsinnig leid, sagte Mayer, der nach der ersten Disziplin in Führung gelegen und dabei mit 10,64 Sekunden über 100 Meter eine persönliche Bestleistung aufgestellt hatte. Durch seinen Fauxpas sind die Medaillenchancen Abeles gestiegen. Der 32-Jährige startete mit 10,86 Sekunden über 100 Meter, 7,42 Meter im Weitsprung und 15,64 Meter im Kugelstoßen stark in den Wettbewerb. Abeles starker Tag ist der zweite, die Aussichten für den langjährigen Dauerverletzten sind damit sehr vielversprechend. Abeles Vereinskollege enttäuscht Abeles. Ulmer Vereinskollege Matthias Brugger sorgte hingegen für eine Enttäuschung und fabrizierte wie Mayer 3 ungültige Versuche im Weitsprung. Immerhin setzte Brugger anders als der Franzose den Wettkampf fort und leistete mit persönlicher Bestleistung von 15,92 Metern sowie dem Disziplinsieg im Kugelstoßen für ein wenig Wiedergutmachung. Der erst 20 Jahre alte Aufsteiger Niklas Kaul, Mainz, blieb zum Auftakt seiner ersten großen Meisterschaft mit 11,36 Sekunden über 100 Meter, 7,20 Meter im Weitsprung und 13,85 Meter mit der Kugel im Rahmen seiner Möglichkeiten. Kaue liegt auf Platz 18 im Service-Zeitplan der Leichtathletik-EM. Vize-Weltmeister Rico Freimuth, Halle, Saale und der WM-Dritte Kai Kasmirek, LG Rheinwied, sind in Berlin nicht am Start. Freimuth hatte seine Saison wegen fehlender Motivation frühzeitig beendet. Kasmirek musste seinen Berlin-Start wegen muskulärer Probleme kurzfristig absagen. Hindernisläufer verpassen Finale. Martin Grau, Höchstadt und Johannes Motschmann, Berlin, haben über 3000 Meter Hindernis das Finale verpasst. Der deutsche Meister Grau kam nach einem Sturz am letzten Hindernis im Vorlauf in 8,33,81 Minuten ins Ziel. Motschmann erreichte eine Zeit von 8,51,65 Minuten.